Let's play The Talos Principle. Hallo Martin. Hallo Daniel. Hallo ihr da draußen. Wir spielen The Talos Principle, ein, muss man fast sagen, Überraschungshit. Die Leute überschlagen sich voll Lob über dieses Spiel. Es ist ein Rätselspiel. Es wird bezeichnet als das beste Rätselspiel seit Portal 2. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns sehr darauf. Martin, drücke Start, bitteschön. Ja. Muss ich noch mal kurz vielleicht einmal ausführen, bevor ich starte. Ich habe auch Anfang der Woche einfach auf Steam mich eingeloggt und dann war halt ganz oben halt das Spiel und überall so Masterpiece und das geilste Spiel und der Hammer und alle rasten völlig aus auf Metacritic 87%. Ich bin sehr gespannt, was uns dann hier erwartet und Rätselspiele sind natürlich die richtigen. Neues Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich davon erwarten soll tatsächlich. Ein paar Hintergründe, von wem es ist und so gleich noch, aber jetzt wollen wir erstmal sehen, wie es hier losgeht. Aha, Firmware-Kind-Parameter. Okay. Nun gut, das bin ich hier. Kann mich jetzt hier bewegen und umschauen. Siehe, mein Kind, du bist aus dem Staub auferstanden. Und nun wandelst du in meinem Garten. Höre nun meine Stimme und wisse, dass ich dein Erschaffer bin. Und mein Name ist Elohim. Suche mich in meinem Tempel auf, wenn du dich würdig erweist. Eine Sache muss ich gerade mal ändern. Wo ist... Blick umkehren, invert. Ja. Wie immer. Da ist es. Schrecklich. Okay. Wir spielen so eine Art Roboter oder so. Man hat eben diese Hand gesehen, die er sich vors Gesicht gehalten hat. Ja? Ja. Oder wir sind ein Mensch mit Roboterarm. Man kann auch im Menü umschalten auf Third-Person-Sicht. Dann sieht man den Roboter von hinten. Können wir vielleicht nachher mal machen. Ach so. Damit wir sehen, wie wir aussehen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und wir sind hier im Tempel, ein römischer oder griechischer Tempel. Schwer zu sagen. Ein antiker Tempel. Du sagst römisch. Sagen. Ich sag antik. Damit habe ich auf jeden Fall recht, wie immer. Und der Elohim, unser Erschaffer, begrüßt uns hier in seinem Garten. Achtung. Initiiere Kindprogramm Logikprüfung. Ja, bewegt sich ganz schön schnell, finde ich so. Ist recht fix. Eine Kinderlogik solltest du echt gerade noch hinkriegen. Jammer nehmen, okay. Jammer. Jammer nehmen. Also ein Jammer. Das sieht aus wie diese Stadt, die Vermesser, die in der Stadt immer so rumlaufen. Ja, oder? Die jammen dann nämlich auch irgendwelche so, Kraftfelder weg. Ich dachte, die vermessen da was. So. Stören. Ah, stören, ja. Das kann ich. Bam. Den kannst du jetzt auch wieder mitnehmen, tatsächlich. Dann aber ist natürlich wieder. Auch das Kraftfeld wieder da. Ich dachte halt eben, ich kann ganz geschickt von hier mitnehmen, dann geht er automatisch zurück. Also, muss ich wohl hier lassen. Mein Erschaffer ruft mich. So Grundkalibrierung erfolgreich. Ui. Sieht gefährlich aus. Ja. Wie so ein Wächter. Ich guck mich erstmal hier um. Wenn du noch vor dich hinrätselst, kurz zum Hintergrund. Also erzähl doch mal ein bisschen. Das Spiel ist von einem Team namens Crow Team. Die kommen aus Kroatien und haben sich einen Namen gemacht mit den Serious Sam Spielen, die jetzt nicht so rätsellastig waren. Da ging es mehr ums Schießen. Aber an der Optik sieht man schon, es erinnert an Serious Sam 3 ein bisschen. Ja. Und geschrieben ist das Spiel von einem, beziehungsweise von einem Team von Leuten, die gearbeitet haben an... Oh, okay, sehr gut. Das kommt direkt aus Serious Sam, die Minigun hier. An Spielen wie FTL, was ich ja mit Fritz gespielt habe im Kanal, auch sehr sehenswert. Also Faster Than Light, diese Roguelike Weltraum-Simulation oder Raumschiff-Simulation, sagen wir es so. Und noch geschrieben hat einer der Autoren The Swapper, das wir ja zusammen gespielt haben. Dieses Rätselspiel, auch im Weltraum, von dem wir ja beide sehr begeistert waren. Das war ziemlich cool. Richtig. Und
The Talos Principle, was wir hier jetzt eben gerade spielen, das soll nicht nur durch sein brillantes Rätseldesign bestechen, sondern auch durch seine sehr, sehr intelligente und... Fast schon philosophische Geschichte wohl. Philosophische Geschichte, genau. Schau dir den QR-Code nochmal an, lese ich das mal schnell vor. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber dieser Ort ist wunderschön. Ich werde ihn erkunden und so viel herausfinden, wie ich kann. Mit der Rechtschreibung hat das nicht so. Aber viele von euch ja auch nicht. Vielleicht ist es auch gewollt, wer weiß. Meinst du? Oh, das ist ja schon der erste Hinweis, oder was? Überall in diesem Land habe ich für dich Prüfungen erschaffen. Und in jeder habe ich ein Siegel verborgen. Es ist deine Aufgabe, diese Siegel zu suchen. Denn hierdurch wirst du den zukünftigen Generationen dienen und das ewige Leben erlangen. Trägt aber gleich sehr dick auf. Der Elohim, ja. Also Siegel finden. Oben stand eben noch so ein paar Systemmeldungen, wie die ganze Zeit. Und am Ende einen schönen Tag noch. Ja, ist doch nett. Macht das, wenn das Betriebssystem mit einem nett kommuniziert. Hast du Hör gesehen? Noch nicht, aber ist ganz oben auf der Liste. Super Film. Lohnt sich ganz... doll. Besser als Before Sunrise. Na, geringfügig. Da ist wieder ein QR-Code. Ich befinde mich in einer Welt voll von unmöglicher Architektur und unerklärlichen Maschinen. Ich kann nicht verstehen, wie all dies funktioniert und ich habe panische Angst, einen Fuß vor den anderen zu setzen, damit ich nicht durch den Boden falle. Vielleicht muss man darauf aufpassen, wer das denn immer sagt. Diese Zahlen-Buchstaben-Kombination. Von einer Faith. Version 10.1. 1W Faith 10.1. Weiblich, Faith. Ja, wer weiß. Weil diese kopflosen Statuen. Habe ich Füße? Sieht man irgendwas von mir? Nee, aber schalt doch mal in den Optionen kurz die Third Person an. Ich finde sehr gelungen. Bei Spieloptionen müsste das sein. Spieloptionen. Bevorzugte Ansicht. Über die linke Schulter, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Okay. So sehen wir aus. Ein bisschen wie einer von diesen Kampfdruiden in dem schlechten Star Wars-Film. Oder wie ein. Gucken wir mal von vorne angucken. Wenn du dich ganz schnell drehst, müsste es eigentlich gehen. Ah, da. Sieht aus wie aus iRobot, bin ich. Ja, stimmt. Ne, der mit Will Schmidt. Willi Schmidt. Willi Schmidt, richtig. Können wir erstmal eine Weile so rumlaufen. Ich weiß auch noch nicht, was besser oder sinnvoller ist. Ich finde, es hat was mit der Sicht. Man merkt, dass er sich das anschaut und keine Ahnung hat. Ja, aber das bricht die Immersion, dass ich das bin, so ein bisschen. Das ist in der First Person immer stärker. Unsere Zuschauer wissen aber, dass du keine Ahnung hast, wenn du dir solche Gemälde anschaust. Das weißt du überhaupt nicht. Nee, du bist ja geschichtlich sehr interessiert. Ach, schau mal. Das stimmt. Da lang geht's zum Tetris. Schön. Wurde der L-Block nicht irgendwie zum geilsten Spielcharakter gewählt oder auf Platz 3 oder sowas? Kann sein, aber such doch lieber mal das Schild, wo es zur Poolbar geht. Na, da ist wieder der S-Block. Oder Z-Block. Da ist ein L und da hinten ist dann noch ein L wahrscheinlich, ja. Das heißt, jeder dieser Nebenräume, da kriegt man dann einen Block oder was? Vielleicht. Ich mochte die First Person lieber. Die Leute können ja ganz gerne auch in den Kommentaren schreiben, was ihnen dann besser gefällt. Es ist jetzt nicht so, dass ich da total festgelegt bin, aber ne? Da auch gleich schon mal die Bitte, also das, siehst du mal, du brauchst einen Viererblock und einen L-Block. Oder oben links, wo man das siehst, oben links. Was ich schon hab, vielleicht. Scheint so, ja. Ah, ja. Ah, das sind die Siegel. Das sind die Siegel, okay. Wie viele Siegel ich bei Tetris gesammelt habe. Du wolltest aber gerade eine Bitte loswerden. Genau, weil es ja beim Let's Play immer so ist, dass man auf 1000 Sachen achten muss, nämlich dass man sehr, sehr gut aussieht dabei zum Beispiel. Kann es sein, dass wir natürlich bei dieser hochkomplexen philosophischen Geschichte das ein oder andere Detail verpassen. Deswegen laden wir euch herzlich ein, in den Kommentaren mit uns und mit euch gegenseitig über die Geschichte zu diskutieren. Bisher ist ja noch aber auch da der Hinweis, machbar, ne? Wenn jemand halt schon mehr weiß, dann vielleicht nicht spoilern. So. Genau. Also spekulieren, wenn man es halt noch nicht weiß, ist immer gut. Das geht ja. Aber jetzt nicht unbedingt spoilern, oder zumindest mit einer großen Warnung davor dann vielleicht, wenn es denn sein muss. Damit man uns und den anderen Leuten nicht den Spaß verdirbt am Rumrätseln. Nur wir zwei heißt dieses Gebiet anscheinend. Ist auch immer das Motto von unseren Let's Play Sessions. Da
Dann kann ich mit dem Jammer da wieder durch. Bis jetzt verstehe ich das alles noch sehr gut. Mir fehlt mir jetzt aber ein Jammer. Ja, jetzt geht's dir hier aber. Na, ich habe keine Lust mehr. Ich bin zu kompliziert. Da ist noch ein Jammer. Sonst noch irgendwas? Hältst du denn auch brav Ausschau nach irgendwelchen QR-Codes an der Wand? Natürlich. Ich will ganz kurz gucken, wie das in der Third Person aussieht. Schön macht er das. Okay. Aber. Er hat auch so einen. Ich höre jetzt auch auf damit dann. Ja? Recht beschwingten Laufstil. Ja. Ah, Tagebuch gibt's auch, siehst du. Achtung. La. Da ist der. Der bewacht das L. Ja, den musst du jetzt auch jammen, aber wie? Du könntest den natürlich von innen. Ich kann das hier, genau. Ich kann das hier hinstellen und den mitnehmen. Boah, Rätselkönige vor dem Herrn. Tja. Wahnsinn. War ja gar nicht so schwer. Naja, muss ja nicht sein, das wird uns auch noch passieren. Aber ich dachte mal, probiert vielleicht mal, was passiert, wenn man beschossen zerfällt und wo fängt man wieder an und so. Aber vielleicht, wir werden einfach komplett nicht sterben. Wie bei Alien. Und keinen Fehler machen. Dann gibt es wieder die Konfetti-Parade. Die Formen, die du sammelst, sind mehr als bloße Spielzeuge. Sie sind die Siegel unseres Namens. Jedes einzelne bringt dich der Ewigkeit näher. Okay. Ah, da wird auf dem Schild tatsächlich auch markiert. Er kann sich noch schneller bewegen mit RB. Welche die Siegel du schon eingesammelt hast. Also der ist jetzt schon mal. Den haben wir im Sack. Sehr sorgfältig. Schön mit Graffiti drüber gemacht. War das Papa? Elohim? Ja, aber der hätte er es gemacht, durchgestrichen, oder wer war das? Keine Ahnung, aber Elohim klingt ein bisschen wie so ein Elbenfürst. Okay. So, eins, das L haben wir schon, dann holen wir uns mal Elohim, hier so ein Z. Elohim, der Ahn des Ulthuriel. Ein unerreichbarer Schalter. Für mich nicht. Ich freue mich übrigens total. Wir hatten letztens gerade noch mal drüber gesprochen, dass wir Lust auf ein Rätselspiel haben. Ja. Ich spiele auf dem Tablet gerade Thomas Was Alone. Auch total super. Ich mag Rätselspiel total gerne und freue mich da auch sehr, dass jetzt da. Das Witzige ist, wir haben tatsächlich geredet so, ja, es hat ja jetzt schon lange kein richtig tolles mehr gegeben und ein paar waren ja eher dürftig, wie Ether One zum Beispiel. Da können wir aber gelegentlich noch mal drüber reden, das will ich jetzt nicht hier ausbreiten, das können wir gerne nochmal besprechen. Und da waren wir nicht ganz so begeistert von, das stimmt. Und da. Und zack, kommt erschien Talos auf einmal der Talos Principle und muss ganz toll sein. Ja. Na, reicht das schon noch nicht? Ja, ab. Okay, haben wir es auch mal festgestellt. Bin ich hierhin zurückgespult, okay. Die Wächter dieses Landes können dir schaden, aber hege keinen Hass gegen sie, denn sie sind meine Diener und durch ihren Widerstand soll dein Glaube gestärkt werden. Okay. Kann ich jetzt irgendwie. Ach, hier. Ich muss ihn nur. Die Entfernung reicht sogar schon. Ich muss nur richtig drauf richten. Okay. Ja, wir haben gerade letztens, wie gesagt, tatsächlich drüber gesprochen. Und falls ihr es nicht gesehen habt, mein Lieblingsrätselspiel und auch damit Lieblingsrätsel-Let's Play auf dem Kanal bisher ist Antichamber. Ja, was unglaublich gut ist. Also, es ist so ein fantastisches Spiel. Und wer das Spiel noch nicht gesehen hat, oder das Let's Play, entweder hat das Let's Play gucken oder das selber spielen. Beides super. Also ein ganz großartiges Spiel. Ich habe diesen Schalter umgelegt und guck mal, wo die Leitung lang geht. Genau, jetzt müsste die Kanone aus. Ah, die brauche ich jetzt gar nicht mehr. Kann den Jammer mitnehmen. Jammer mitnehmen und diese Schwebekugel jammen. Den Diener, der gehört auch zu Papa. Jammen. Aber soll uns nur stärken. Also Papa macht das nur, damit. Ah. Falsch gemacht. Papa meint es nur gut mit uns. Das ist wie bei so einer Schulhofprügelei. So, das haben wir schon, macht uns nur stärker. Richtig. Soll die Mama mal nicht so. Tut auch ihm mehr weh als uns. Was anderes, das mit der Mama. So. Wohlgetan, mein Kind. Siehst du? Es fehlt dir nur ein weiteres. Du kannst den Jammer wieder mitnehmen, du brauchst ihn ja jetzt nicht mehr. Hier. Nee, aber ich muss doch hier durch das lila Tor, ich hab's noch nicht probiert, aber durch das lila Tor kann ich bestimmt nichts mitnehmen. Na dann. Das sag ich jetzt. Darf ich noch das hier machen? Ja. Passt das zeitlich noch? Ja. Sehr gut. Selbstverständlich. Wir wechseln uns ja wieder beim Spielen ab, weil wir beide immer total scharf drauf sind zu spielen.
diesmal angefangen. Bei Alien hatte ich mal die geraden Folgen, oder? Jetzt habe ich mal die ungeraden. Passt das ja. Ich dachte, das ist eine gute Idee, dir die leichten Rätsel erstmal zu lassen. Natürlich. Wenn du nicht gleich überfordert bist am Anfang. Oh, da. Schau mal, der ballert da in diesen. Aha. Geht aber nicht kaputt dadurch. Okay, aber jetzt habe ich natürlich nur einen. Wenn ich das Kraftfeld deaktiviere, kommt er ja gleich durch. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Da oben könnte ich das auch schon deaktivieren. Guck mal, was noch so ist hier. Na, okay, das Maschinengewehr da. Dann deaktivieren wir doch das erstmal. Obwohl. Ah, ich habe eine andere Idee. Ich muss den Jammer. Nehmen wir es mal richtig jetzt Jammer, aufhören mit dem Quatsch. Dass die Kugel da durchlassen, dann wieder das mitnehmen, dann ist die hier gefangen und nicht auf der anderen Seite. Wir könnten die Jammer auch Jamal nennen. Nein, das heißt nicht Jammer. Aber diese Verniedlichung oder Veralberung. Das hast du toll gemacht mit der Kugel. Habe ich geil gemacht, oder? So, und jetzt haben wir alle Siegel. Ich gehe mich ja noch da vorne hin. Schau. Mein Tempel steht dir nun offen, mein Kind. Komme zu mir. Wäre das hier noch eine Alternative gewesen? Also wenn ich jetzt zu doof für das andere L-Rätsel bin und mir das eher liegt, dass ich dann hätte das hier alternativ machen können? Möglich. Wollen wir es trotzdem noch machen? Mein Kind, du musst. Das kannst du in der nächsten Folge entscheiden. Da sagt er, mein Kind, du musst nicht alle Siegel auf einmal sammeln. Du darfst so oft an diesen Ort zurückkehren, wie du es wünschst. Ah, siehste. Ja, also wir können jetzt theoretisch an Daniel in der nächsten Folge schon in den Tempel oder er macht hier noch das andere L-Rätsel aus purer Freude am Rätseln. Wenn mein Inventar groß genug ist. Also wenn ich jetzt zusätzliche Steine auch noch mitnehmen konnte. Das werden wir halt sehen. Aber okay, das finden wir in der nächsten Folge heraus und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao. Ciao.